Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Let's Play Transport Fever. Ich wähle meine Map Alfhausen aus und muss gleich zu Anfang sagen, die Seifenmap, da wollte ich mal in nächster Zeit ein Let's Show von machen. Ich bin ja schon im Jahr 2267 und in diesem Jahr ist wirklich sehr, sehr, also nicht in diesem Jahr, sondern in diesen Jahren. Ich habe gerade jemanden angeschrieben, das sieht man aber nicht. Dankeschön, Leute, mal rückkommentieren. Dankeschön, zack. Hat mir jemand einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag gewünscht. Ja, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ich nehme vormittags auf und ich kann ja nochmal kurz zurückgehen. Zack, es ist ein neuer Patch draußen und zwar kam der Patch am Dienstag, am 20. am 20. Dezember. Ein großer Patch, unter anderem wollten wir heute unsere Schiffe wieder ins Depot schicken. In der Seifenmap, die ich auch gespielt habe, oder sieht man das? Ich habe das wirklich übelst lang gespielt hier. Guckt mal, wie lange ich das gespielt habe. Heute früh war ich da noch wach, siehst du mal. Und hab das Ganze gewerkelt. Ja, ich hab probiert auf meiner Seifenmap. Da bin ich mal ungefähr einen ganzen Tag nicht zu Hause gewesen. Und ich hatte da einen Mod aktiv. Und ich wollte ja auch keine Mods aktiv haben. Ich habe hier, glaube ich, hier habe ich noch einen Mod aktiv. Und hier auch. Und hier eben nicht mehr, aber. Es waren eben mal Mods aktiv. Das möchte ich hier gern vermeiden. Darum möchte ich mit dieser Map gerne die Erfahrungen sammeln. Natürlich die Let's Play Map, logischerweise. Und es ist wirklich eine sehr große Map. Aber jetzt haben wir genug geredet. Ich klicke jetzt auf Start. Und wir werden uns erstmal ein paar Erneuerungen gucken. Auch am Ende der Aufnahmesession werdet ihr ganz schnell merken, dass es ein paar Erneuerungen gibt. Eine große Erneuerung, und da bin ich fröhlich, dass ich das Video gefunden habe auf YouTube, ist, dass das Logo schon etwas länger geht. Ich wollte ja auch mal ein Tutorial drüber machen. Das wird in nächster Zeit auch kommen. Ich versuche es noch vorm Neujahr irgendwie abzuloten bekommen, zu bekommen. Aber das kann sich noch ein bisschen hinziehen bezüglich der Arbeit. Ich habe jetzt Urlaub 4 Tage, also plus Feiertage. Morgen ist ja Montag, da ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, das ist ja eh frei. Da wird bei uns auf Arbeit auch nichts gemacht. So, jetzt lädt's. Ja, dann hatte der Philipp geschrieben. Das sind wir erstmal auf der Map. Ich muss mal hier. Das zeigt er mir an. Genau. Darum kümmern wir uns gleich. Ich drücke jetzt erstmal auf Bausee. Und erzähle mal kurz. Dabei kann ich ja ein bisschen lauter schalten hier. Audio. Oder da muss ich es aber anhaben. Dass ich das auch höre. Zack. Bisschen Musik dabei. Hier war das. So. Der Philipp hatte geschrieben, dass ich, wenn ich eine Straße baue, und das kann ich hier mal kurz präsentieren, wenn ich eine Straße baue, braucht ihr ja nicht hinsetzen, kann ich mit M und N die Höhe hier verändern. Das war bei Train Fever genauso, das habe ich gar nicht mehr in den Sinn gehabt. Danke erstmal dafür. Dann hatte der Delfino geschrieben, dass wir ja da drüben die Bahnlinie
Aber die Industrielinie, die da hier drüben ist, hier hinten, da hatten wir irgendwie. Straßen abgerissen. Bretter. Wo ist denn das? Nee, nee, nee. Was hat der Zug? Der Zug hat keinen Weg. Das gucken wir uns sofort an. Das ist nicht gut, gar nicht gut, sowas. Gar nicht gut hier. Wo ist denn der Zug hier? Erstmal ein Straßenmenü raus. Wie steht denn der? Zug hat keinen Weg. Der wartet auf freien Wege. Warum hat er keinen Weg? Warte mal, ich muss mal den seine. Ah. Aha. Jetzt hat er Weg. Der wartet auf freie Wege. Dann stellen wir doch hier auch gleich mal ein Signal hin. Genau. Der kann jetzt einfahren. Super. Wir haben den gleichen Tag wieder gerettet hier. Eins ist schon mal abgeschlossen. So, jetzt, wo sind die Schiffe jetzt hin? Hier ist ein Schiff. Das habe ich angehalten. Und das geht jetzt ins Depot. Unterwegs ins Depot. Schaut das nicht schön aus? Und da sind wir auch jetzt hier live dabei. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Da fährt jetzt ins Depot. Ja, und die Haltestelle gibt es nicht mehr. Aber ich kann die auch nicht wegnehmen. Ich will jetzt erstmal hier. Zack. Boah, wie flüssig das jetzt läuft hier, ne? Also. Losfahren lassen und ab ins Depot. Krass, oder? Finde ich schön. Ich habe nämlich die Entwickler angeschrieben und die meinten, ja, es kommt bald hier so ein Patch. Behörden reklamieren über getrennten Straßenverbindungen. Ah, hier war das. Trennte Straßenverbindung. Wo denn? Wo habe ich die getrennt? Putzhol Elsdorf, da drüben ist Putzhol. Ja, genau. Stadtbahn Halle haben wir dazu bekommen. Und guckt mal aufs Geld, meine lieben Freunde. Das wird langsam mehr. Ist das schön, oder? Ist das die Straße? Ja. Ich bin ein wenig verschnupft. Nimmt mir das nicht böse. Ich weiß, dass sie mir das nicht böse nehmen. So, ich tue mal die Straße hier so. Eventuell könnte es sein, ja, geht nie, niemals dort weiter, aber ich lasse es mal dort. Keine Warnungen. Super. Yay. Folgenziel erreicht. So. Sind auch schon knapp 10 Minuten um. Und da schauen wir uns hier in der nächsten Folge. Es wird eine kleine Aufnahmesession. Ich bin dann nicht mehr da. Wir fahren dann hier logischerweise. Heute fahren wir zum Grieche. Ein griechisches Restaurant. Und da gibt es ein bisschen was hier zu machen. So, wollt ihr unten drauf gehen? Ohne Logo. Kein Logo ist ausgewählt. Darum kümmern wir uns nächste Folge, meine lieben Freunde. Ihr werdet gespannt schauen, was der Cedric für ein Logo hat. Kann man es hier schon sehen? Ja, fast, 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 fast. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Die Folge wird wahrscheinlich am 27. kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haut mir eins über den Deckel drüber. Ja.
So, hier wird ordentlich gehalten. Wir müssen dann auch nochmal den Fahrzeugersatz gucken. Und guckt euch die Zahlungen an. Sie wächst. Yay. Ich finde das richtig cool. Es war eine sehr gute Entscheidung, nochmal einen Rückgang zu machen. Weil da hatte ich so über den Zeitraum, wo ich die Güterstrecke angefangen habe, nur um die 1 bis 3 Millionen. Jetzt geht es schon wieder 8 Millionen fast schon wieder. Super. Wie viel warten hier? 111. Super. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Und gucken wir uns mal den Zug hier an. Ehrlich. Wunderhübsch. Dann ciao, ciao.